Hi, wir sind Niki, Ruven und Tito. Mit unserem Rocket sind wir diesmal in Frankreich unterwegs. Was wir dort alles erlebt haben und warum es unsere bisher coolste Tour war, seht ihr in den nächsten Videos. Viel Spaß! Mit dem tollen Stellplatz in Azay-le-Rideau im Seitenspiegel geht's auf nach Cap Ferret. Hier haben wir bereits einen Campingplatz gebucht, was wir so eigentlich noch nicht gemacht haben. Da wir hier aber letztes Jahr schon standen und uns der Platz und die Umgebung so gut gefallen haben, war es für uns klar, dieses Jahr geht's auf jeden Fall wieder dorthin. Und die perfekte Parzelle hatten wir uns letztes Jahr auch schon ausgeguckt. Schick. La réception est encore fermée. So, wir sind in Cap Ferret angekommen. Wir waren sogar gerade mal kurz am Campingplatz, können aber erst um 15 Uhr einchecken. Jetzt haben wir gleich erst 2 Uhr. Von daher sind wir noch mal ein Stückchen weitergefahren, wollen jetzt erstmal was futtern gehen. Kommen gut durch, sind 5 Stunden waren wir jetzt ungefähr unterwegs. Ja, wie gesagt, sind gut durchgekommen, sind aber jetzt erstmal hungrig ohne Ende. Deswegen gehen wir jetzt was futtern. Nach dem leckeren Essen schauen wir uns kurz um und dann ab zum Campingplatz, Parzelle einrichten. Wir sind gerade angekommen, wir haben eingecheckt, alles super gelaufen. Wir haben sogar schon überlegt, einen Tag zu verlängern, weil wir mit Carcassonne noch überlegen. Das ist ja eigentlich unser nächstes Ziel. Wir wollen ja hier 3 Nächte bleiben, dann Carcassonne machen. Aber die Wettervorhersage ist jetzt hier eigentlich nicht ganz so pralle. Hier stellt man sich ja schon eher so auf Fahrradfahren, Strand und weiß ich nicht was ein, auf jeden Fall Outdoor-Aktivitäten. Und deswegen hatten wir überlegt, weil ab dem dritten Tag, also dann werden wir fahren, wird super, direkt nochmal eine Nacht zu verlängern. Aber ja, da haben wir jetzt eine Option draufgelegt und müssen wir mal schauen, ob wir es machen. Aber jetzt haben wir Parzelle eingerichtet, jetzt trinken wir erstmal ein Bierchen. Ja, aber jetzt erstmal ankommen. Ach, herrlich. Und dann machen wir erstmal einen Rundgang. Bevor wir uns den Platz genauer anschauen, erstmal die Frage, die sich jeder stellt. Hat eine Kuh mehr oder weniger als 6 Mägen? Die Auflösung gibt es später im Video. Aber jetzt erstmal zum Campingplatz. Der 4-Sterne-Campingplatz Le Truc Vert liegt mitten im Pinienwald und bietet ausreichend große Parzellen. Hier sollte man aber im Vorfeld etwas schauen, wie eben diese sind, da einige doch recht schräg sind. Die Parzellen bieten einen Stromanschluss, manche auch einen Frischwasseranschluss. Die Sanitäranlagen wurden aktuell dieses Jahr saniert. Diese sind einfach gehalten, WCs und Duschen sind aber sehr sauber. Guck mal, und der hat jetzt auch direkt 4 Sterne bekommen. Da haben die aber mal aufgetrumpft, der hatte letztes Jahr 2 Sterne. Ja. Es gibt einen kleinen Supermarkt, wo man alles Wichtige bekommt. Und eine kleine Bar, wo es auch eine leckere Pizza gibt. Die Lage vom Platz ist echt der Knaller. In einigen Gehminuten ist man direkt am Strand. Fahrradwege schlängeln sich im Pinienwald direkt am Campingplatz vorbei. Und zu Fuß, gerade auch mit Hund, kann man super die Gegend erkunden. Insgesamt ist der Platz recht einfach und ich würde mal sagen ursprünglich gehalten. Hat aber absolut seinen Charme. Inklusive Tito und Strom haben wir hier knapp 55 Euro die Nacht bezahlt. Nachdem wir uns schön eingerichtet haben, geht's erstmal zum Strand. Tito muss sich mal ordentlich austoben.
Der Raubtierfütterung drehe ich erstmal eine Runde mit Tito. Der Platz ist mit einer Größe von 10 Hektar nicht gerade klein. Und so können wir hier schön eine kleine Morgenrunde laufen. Wer surfen lernen will, findet hier übrigens auch direkt eine Surfschule. Gestärkt erkunden wir erstmal die Gegend. Und über die Komoot-App habe ich uns eine kleine Wandertour zum nächsten Ort rausgesucht. Hier in Le Canon, das direkt am Acker Schaumbecken liegt, gibt es viele Austernhütten und Fischerhäuser. Gemütlich durch die engen Gassen schlendern, frische Austern direkt vom Produzenten probieren und das maritime Flair genießen. Wo es jedoch die besten Austern gibt, erfahrt ihr etwas später. Zurück am Campingplatz werden erstmal die neuen Spiele getestet, die wir dabei haben. Punktesalat ist ein schnelles Kartenspiel für 2 bis 6 Spieler, das 15 bis 30 Minuten dauert. Ziel ist es, die meisten Punkte zu sammeln, indem man Gemüsekarten sammelt und Punktekarten erfüllt. Jede Karte hat 2 Seiten, eine mit Gemüse, die andere mit einer Punktekombination. Spieler wählen abwechselnd Karten aus der Auslage oder ziehen vom Stapel und entscheiden, ob sie Gemüse oder Punkte nehmen. Das Spiel endet, wenn alle Karten weg sind und der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Ist echt ein cooles Spiel. Ich finde es super, Niki findet es ganz okay, aber wahrscheinlich, weil sie noch nicht gewonnen hat. Mehr oder weniger ist ein Schätzspiel, das ungefähr 15 Minuten dauert. Ziel ist es, durch richtige Schätzungen Punkte zu sammeln. Spieler schätzen eine Antwort und entscheiden, ob diese höher oder niedriger ist. Wer richtig liegt, erhält Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Hat eine Kuh mehr oder weniger als 6 Mägen? Mehr. Ich sag auch mehr. Oder? Nee, weniger. Eine Kuh hat 4 Mägen und verfügt über einen speziellen Verdauungsprozess, um die zähe und grobe Nahrung zu zerkleinern, die sie frisst. Beide falsch. Jetzt aber schnell zum Strand. Kleine Sundowner-Bierchen schlürfen. Hammer, wie zufrieden wir mit dem Primus sind. Ich kann es gar nicht anders sagen. Viele von euch haben zum Video, in dem ich den Kocher mit unserem vorher verwendeten Scotty verglichen habe, geschrieben, das kann man ja wohl kaum als Grill bezeichnen. Auf einem Kocher kann man nicht grillen, maximal braten. Boah, ja, mag alles sein, aber wir sind sowas von happy und die Currywurst ist mal richtig gut. Jetzt aber ab in die Pofe. Morgen früh müssen wir fit sein für den Fitnessparcours. Am nächsten Morgen wird erstmal der Camper geschrubbt, bevor es zum Workout geht.
wir gehen jetzt noch mal zum Strand und genießen noch mal schön die Sonne nach unserem hervorragenden Workout auf dem Parcours des Sportiv. Boah, ich habe echt ganz schön Muskelkater schon im Bein. Jetzt schon. Ja, war echt cool, hat echt voll Bock gemacht, die 2 Kilometer da Hindernislauf. Und jetzt gehen wir eben zum Strand. Das sind so ungefähr, ich würde mal schätzen, 300 Meter vom Campingplatz aus. Ja, eben durch den Wald, über die Düne. Das ist aber eigentlich ganz cool hier zu laufen, vor allen Dingen auch mit Tito. Den können wir hier gleich loslassen. Der Weg nachher am Strand, sieht man nachher auch, ist mit so Holzbohlen gepflastert. Da läuft man eigentlich auch ganz angenehm hin. Ja, und jetzt haben wir auch unseren Endplan geschmiedet und verlängern hier definitiv noch eine Nacht. Wir hatten ja 3 Nächte gebucht, machen jetzt morgen, ist unser letzter Tag quasi. Dann verlängern wir noch um eine Nacht und fahren dann nach Carcassonne. Ursprünglich mal geplant war, dass wir da 2 Nächte stehen. Das verkürzen wir um eine Nacht, weil wir den Anschlusscampingplatz an der Côte d'Azur auch schon gebucht haben. Weil wir da ja direkt am Strand stehen und die Plätze da heiß begehrt sind. Da mussten wir vorher buchen. Deswegen haben wir das auch schon gemacht. Die Strände sind so cool hier. Echt mega, wirklich. Unglaublich lang, unglaublich breit. So, Plätze gefunden. Hungrig, gehen wir zurück zum Campingplatz und schmeißen erstmal den Primus an. Wir haben noch eine schöne Portion Bolognese im Tiefkühler, die jetzt erstmal warm gemacht wird. Also draußen kochen macht echt schon Spaß. Bon Appetito! Mit einem sauleckeren Bierchen aus dem Campingshop lassen wir den Abend ausklingen. Am nächsten Morgen bin ich früh raus und habe nochmal mit der Drohne die Gegend erkundet. Das Becken von Arcachon ist ein absolut faszinierendes Naturparadies. Diese riesige Lagune, die sich über etwa 155 Quadratkilometer erstreckt, ist ein wahres Wunder der Gezeiten. Bei Ebbe zieht sich das Wasser zurück und legt weite Sandbänke und Muschelfelder frei, während bei Flut das Becken wieder mit dem glitzernden Wasser des Atlantiks gefüllt wird. Das Becken selbst ist bekannt für seine reichen Austernbänke. Die Austernzucht hat hier eine lange Tradition und ein Besuch bei den lokalen Austernzüchtern bietet die Gelegenheit, diese Delikatessen direkt vor Ort zu probieren. So, Tito. Fahrradtour. Auf geht's, Austern futtern. Und wenn man auf Austern steht, kommt jetzt die perfekte Adresse. Unglaublich frisch, quasi direkt vom Meer auf den Tisch. Also das nenne ich mal genau richtig gepackt, was jetzt Schlauch anbelangt, Wasserschlauch. Wir haben hier an unserer Parzelle kein Frischwasser, aber eine Parzelle weiter. Und wir haben jetzt unseren Schlauch bzw. mehrere Stücke davon zusammengeschlossen. 2 Stück an der Zahl haben wir quer über die Parzelle hier gelegt. Und hier ist der Anschluss. Das passt echt millimetergenau. Ich habe schon gedacht, ich müsste jetzt die Gießkanne befüllen. Aber passt einwandfrei.
und auch noch gefiltert, weil wir den Filter dazwischen hängen haben. Vor allen Dingen spart uns das jetzt richtig Zeit. Anstatt dass wir jetzt 10-mal die Gießkanne befüllen müssen, können wir jetzt direkt den Schlauch einfach in den Tank halten. Und ja, wie lange dauert das? Ich glaube so 4-5 Minuten. Dann ist der Tank wieder voll. Okay, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Kurzes Update zu unseren neuen Zusatzfedern auf der Hinterachse. Wir sind ja jetzt, ich würde mal sagen, 1200 Kilometer damit gefahren, sind erstmal mega happy, also was die Fahrt an sich angeht. Aber auch wenn man jetzt hier mal so steht, hatte mich selber nämlich auch mal interessiert, wie weit die jetzt durchhängen bzw. komprimiert werden. Ob dieser gelbe Puffer, den man da sieht, ob der gegebenenfalls schon aufliegt, tut er aber immer noch nicht. Und wir sind ja jetzt voll beladen, sogar noch ein bisschen mehr, weil wir gerade Frischwasser aufgetankt haben und der Abwassertank ist fast voll. Also sind wir eigentlich, ja, wenn man so will, überbeladen. Und ich habe immer noch 5 cm Luft. Wahnsinn. Ja, also muss man wirklich sagen, wir sind super happy mit diesen Zusatzfedern. Also das war wirklich ein Upgrade, sage ich mal, vom Camper. Würde ich jederzeit wieder machen. Ey, die 600 Euro knapp, ne? Jederzeit wieder. Das ist so cool. Das Fahrgefühl, sag ich mal, ne? Ist wirklich wie ein neues Fahrzeug. Der ist so butterweich. Klar, es gibt die ein oder anderen Stellen, Schlaglöcher, weiß ich nicht was, ne? Wo man immer noch was merkt. Aber ich sag mal, diese kleinen Ruckler, die sind komplett weg. Das ist so entspannt damit zu fahren. Hinten der ganze Aufbau, das knarzt auch nicht mehr so, ne? Also kann ich nur empfehlen. Zusatzschraubfedern. Kniffel läuft wieder, zack. Obwohl jetzt das 2., 4., 6. Spiel ist, hat ein bisschen gebraucht. Aber jetzt hat er wieder zugeschlagen. Wir können ja mal eben die Einspieler machen. Schweden. Come on. Sardinien. Italien. Und Frankreich. Big bad bass for your head top. Bass for your head top. Jetzt bin ich echt ein bisschen fertig. Alter Schwede. Nach dieser mega krassen Kniffel-Action gibt's erstmal ein Abschiedsbierchen am Strand. Der letzte Abend ist bereits angebrochen und die Zeit hier ist wie im Flug vergangen. Aber so ist es eben. Wenn man eine wunderbare Zeit hat, vergehen die Tage viel zu schnell. Tito hält nochmal sein Näschen in den Wind, wir schlendern noch was am Strand und dann machen wir uns langsam auf zum Campingplatz, wo wir schon mal alles abbauen. An der Bar vom Campingplatz futtern wir noch was und dann ab in die Pofe. S'il vous plaît. Kappa-Service gemacht. Jetzt geht's auf nach Carcassonne. Wir haben uns ja früh aufgemacht. Wir haben jetzt knapp 8 Uhr. Machen uns jetzt auf den Weg. Ich glaube, so knapp 400 Kilometer, 390 Kilometer haben wir jetzt vor der Brust. Ja, ich denke 4, 4,5 Stunden. Kleines Päuschen machen wir zwischendurch. Und dann sehen wir uns in Carcassonne wieder. Ich bin heiß wie Fritt. So
selber? Warte mal. Jo. Bist du drauf? Das sieht aus, wenn du hier ein Foto von machst, dann muss ich dir mal zeigen, wie vor so einer Fototapete.